Yo, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Audio für Blinde. Und wir sind im Großen und Ganzen in der Zielgerade mit den Insert-Effekten auf den jeweiligen Spuren. Jetzt machen wir nochmal eine kurze Rückschau auf das, was wir inzwischen schon gemacht haben bei What a Morning. Und zwar, wir hören uns zuerst einmal die Instrumente alleine an. Im Großen und Ganzen gefällt mir das. Jetzt nehme ich mal im George seine Stimme dazu. What a morning. Well, I feel like I'm Superman. Ja, man könnte jetzt hergehen und mal sagen... Ausgangsspur 24 Volt. Ah, da ist sie. Wunderbar. Man könnte jetzt probieren, einmal die Stimme von George um 1 dB leiser zu machen. Also von minus 17 auf minus 18. Okay, das hätte ich jetzt auch mit der Seite runter, also mit der Bild... Abtaste machen können. Ich habe es jetzt gleich ins numerische Eingabefeld eingegeben. Jetzt klingt das Ganze so. What a morning. Well, I feel like I'm Superman. Wunderbar. Es hat sich inzwischen auch ein bisschen was geändert bei dem Schlagzeug. Ich bin unter anderem bei der Snare Drum hergegangen und habe sie ein bisschen angepasst. Ich habe zum einen einmal ein paar Sachen rausgenommen, wo ich mich dann hinten auch gefragt habe, wieso habe ich die überhaupt reingedreht. Unter anderem war da eine starke Betonung, fast schon eine Überbetonung im Bereich um die 600 Hertz. Da habe ich was rausgenommen, weil ich zwei Frequenzbereiche bei 600 und ich glaube es waren 630 überbetont habe. Und das eine habe ich rausgenommen und habe stattdessen einen anderen Bereich in der Tiefenlage ein bisschen mehr Boost gegeben dafür. Dafür habe ich einen anderen Bereich, auch im Tiefenbereich, ein bisschen was rausgenommen, weil das genau ein Bereich gewesen wäre, wo ein bisschen eine Störfrequenz, eine gewisse Resonanzfrequenz drinnen gewesen wäre und die musste raus. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir die Snare jetzt um einiges besser. Und was ich auch gemacht habe, ich bin hingegangen zu dieser Kick-Zusatz, weil die ist mir im Vergleich zur Haupt-Kick-Drum doch etwas verwaschen vorgekommen und deswegen bin ich hergegangen und habe sie doch jetzt mit einem Equalizer und einem leichten Kompressoreffekt belegt, dass die zusätzliche Kick-Drum sich ebenfalls ein bisschen besser im Gesamtmix etablieren kann. Um Stimme und Musik ein bisschen besser aufeinander abstimmen zu können, bediene ich mich jetzt eines Geniestreichs, den der liebe Jonas vom Recording Blog bei seinen Mixen immer macht. Nämlich, ich lege eine zusätzliche neue Gruppe an. Spur 35 Bus BV. Ah, und zwar muss ich diese Neugruppe setzen über den Bus BV, also den Bus Backing Vox und den Bus Vox. Inzwischen ist mir nämlich wieder eingefallen, warum ich diesen Bus Vox genommen habe. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann nämlich alle Stimmen in diese Gruppenspur Vox auch reinschicken werde. Das heißt, ich habe dann separiert einen Bus fürs Playback, für die Musik und einen Bus für die Stimmen. Also wo ich die Backing Vox und die Hauptstimme gleichermaßen dann noch in einer extrigen Stimmengruppe steuern kann. So. Jetzt lege ich mal diese neue Gruppe hier an. Spurmenü, neue Spur, nein, neuer Folgetrag, neuer Suchungsfolger nicht, neuer Suchmix, neuer Suchmix, Bus N. Genau, der kommt hierher. Menü verlassen, Hauptfenster. Spur 36, Bus DV. Spur 35, Bus 7. Genau, das ist jetzt in dem Fall der Bus 7. Spureigenschaften, Spureinstellungen, Menü verlassen, Hauptfenster. Der kriegt von mir jetzt noch Bus 7. Die Bezeichnung. Signalzeichen. Bus Playback. Spur 34, Bus Pass. Und das Tolle an dem ist, ich muss jetzt nicht mehr hergehen und die einzelnen Spuren in diesen Playback-Bus reinrouten, sondern es reicht, wenn ich die ganzen anderen, die es bereits gibt, auf diesen Playback-Bus drauf route. Also in dem Fall jetzt den Gitarren-Bus, den Brass-Bus und den Drums-Bus. Im Drums-Bus liegt bereits auch ein Bus für die Snare, also ein Snare-Bus, der seinerzeit schon in den Drum-Bus geschickt wird. Und den Drum-Bus schicke ich dann mit dem Gitarren-Bus und dem Brass-Bus
in diesen Bus-Playback. Und da gibt es auch noch einige andere Instrumente, die außerhalb der Busgruppen liegen. Die muss ich natürlich auch in diesen Playback-Bus reinschicken. Das wären in dem Fall der Bass und das Keyboard, die Klavinetts. Aber jetzt fangen wir mal hier heroben an. Spur 32 Bus Drums. Spur 31 Bus Beat. Genau, hier. Mixer Lautstärke. Speichert Mixer Lautstärke. Spur 31 Bus Beat. 0.000. Genau. Spurname Bus Beat. Ausgang Spur 31 Bus Beat. Master. Und der Bus Git geht auf den Master. Das wollen wir nicht. Kontextmenü. Ich mache hier dieses Kontextmenü auf. Auf 0, 1, 2, 3, 34, 35, Bus Playback 3. Ich schicke den Gitarrenbus jetzt auf diesen Bus Playback. Menü verlassen. Mixer Ausgangsspur 32 Bus Drums. Master. Das gleiche mache ich mit dem Bus Drums. Jetzt schaue ich mal noch den Bus 33, also die Spur 33 an. Das ist dieser Snare Bus. Ausgangsspur 33 Bus Nadel Bus Drums. So. Ausgangsspur 32 Bus Drums. Master. Kontextmenü auf 0, 31, 2, 34, 35 Bus Playback 3. Den schicke ich in den Bus Playback. Menü verlassen. Mixer Ausgangsspur 32 Bus Drums. Master. Ausgangsspur 33 Bus Nadel Bus Drums. Ausgangsspur 32 Bus Drums. Bus Playback. Ja. Ausgangsspur 34 Bus Brass Master. Und der Brassbus, der geht auch noch auf den Master. Kontext Audit 0, 31, 2, 3, 4 und 35, Bus Playback 3. So. Menü verlassen, Mixer Ausgangsspur 3 und Ausgangsspur 34, Bus Brass, Bus Playback. So, jetzt gehen die alle auf den Playback. Ausgangsspur 33, Bus Nadel, Bus Drums. Der Snare-Bus geht auf den Drums-Bus und der Drums-Bus. Ausgangsspur 32, Bus Drums, Bus Playback. Geht genau wie der Gitarren-Bus. Ausgangsspur 31, Bus Beat, Bus Playback. In den Playback. Hauptfenster. Und jetzt gehe ich nach oben. Ganz nach oben. Spur 1 Bass. Ausgangsspur 1 Bass. Master. Und jetzt schaue ich mir das hier noch an. Das sind einmal diese Gitarrenspuren. Ausgangsspur 2 Gitarre 1. Bus Git. Genau, die gehen auf den Bus Git. Ausgangsspur 1 Bass. Master. Der Bass nicht. Den Bass muss ich separat jetzt in diesem Playback-Bus schicken. Kontextmenü. Auf 1, 2, 3, 4, 35. Bus Playback. Menü verlassen. Genau. Ausgangsspur 2 Gitarre 1. Bus Git. Ausgangsspur 4 Gitarre 3. Bus Git. Ausgangsspur 5 Piano L Master. Das Piano Kontextmenü, L. 0, 1, 2, 3, 4 und 35. Bus Playback 3. Menü verlassen. Mixer Ausgangsspur 5 Piano L Master. Hauptfenster. Spur 7 Tromba. Genau. Mixer Ausgangsspur 6 Piano L Master. Und das Kontext, auf, 1, 2, 3, Piano 3, R. 34, 35. Bus Playback 3. Menü verlassen. Mixer Ausgangsspur 7 Tromba. Bus Pass. So. Hauptfenster. Das andere Zeugs ist schon auf separate Busse geroutet, also die alle sind schon drinnen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir da unten in diesem Playback-Bus anrichten können. What a morning. Well, I feel like I'm Superman. I wanna conquer the world. So. Something tells me. Yes, I can. So, und das gleiche machen wir jetzt auch mit den Vox. Deswegen gehe ich da nach oben. Spur 27. Spur 24 Vox. Auf die Spur von George. Es passt ja im Prinzip alles, Ausgang. Aber ich räume das jetzt im Prinzip noch ein bisschen auf, indem ich das alles noch in Gruppen gliedere. 35, 36, Bus DV 3. 37, Bus Vox 3. Und das ist in dem Fall jetzt hier der Bus Vox. Menü verlassen. Mixer Ausgangsspur 24, Ausgangsspur 25, Backing 01, Bus DV. Ja, gleiches wie bei den Brasses und bei den Drums und bei den Gitarren. Die gehen alle auch schon auf diesen Bus BV, also auf diesen Bus Backing Vox. Ausgangsspur 36, Bus DV, Master. Und den Bus BV, der zeigt momentan auch noch auf den Master. Kontextmenü, Bindestrich, Visual Out, 33, 36, Bus DV, nicht 37, Bus Vox 3. Und den schicke ich auch auf den Bus. Menü verlassen. Mixer Ausgangsspur 36 Box. Bus DV Master. Ausgangsspur 36 Bus DV Bus Vox. Und ich habe mir das jetzt schon ein bisschen Spur ausgerechnet. Wir brauchen in Summe 3 AUX-Wege. Eine ist schon hier, das heißt, wir brauchen noch 2. Spur 33 Bus Nag. Spur 31 Bus Beat. Spur 30 AUX 1. Genau, der ist hier. Dem gebe ich jetzt mal Menü den Band. Namen. Spureffekte, Spureinstellung, Menü verlassen, Hauptfenster, auf, Hilf, Abbruch, Schalter, Spurname, Eingabefeld, 1, Leerzeichen. Leerzeichen leer. AUX. Drums. Eingabefeld. Spurmenü, neue Spuren, neuer Submix, neuer AUX-Bus N. Dann brauchen wir einen neuen AUX-Bus hier, Hauptfenster. Darunter. Spurtag, Spur 31, AUX 2. Das ist der AUX 2. Spureffekte und Spureinstellung, Menü verlassen, AUX.
Max Kontrollfeld, Spurname, Eingabefeld, AUX 2, Alt, 2 Leerzeichen. Den nennen wir AUX Brass. Eingabefeld, Hauptfenster. Objekt, Spurmenü, neue Spurmenü, Leisterfeld, leere Spur an, mit Leben, neuer Rundfolter, neuer Suchmenü, neuer AUX Plus N. Und einen dritten brauchen wir auch noch. Menü verlassen, AUX. Spur an, Spur 32, AUX 3. Also schon. Spureigenschaften, Spureffekt, Spureinstellungen. Menü verlassen, Hauptfenster, AUX, Hilf, Abbruch, Schalter, Schalter, AUX 3, Spurnamen. Leerzeichen. Und der heißt AUX Vox. Eingabefeld, Hauptfenster. Die Drums, die Brasses und die Vox sind in dem Fall jetzt das Wichtigere, das einen Hall benötigt, alle anderen Instrumente eher weniger. Das Klavinett braucht eigentlich keinen Hall, ebenso wenig wie der Bass. Die Kickdrum sowieso nicht, alle anderen Drums hingegen schon. Die Kickdrum kriegt deswegen keinen Hall, weil wenn ich der Kickdrum oder dem Bass einen Hall geben würde, das würde den Mix verwaschen. Also das würde nicht viel bringen. Bei den anderen Instrumenten wie den Gitarren, da macht es natürlich auch keinen Sinn, denen einen separaten Hall zu geben, weil die wurden schon mit Hall eingespielt. Also bei den Verstärkern, bei den Effektpedals oder womit auch immer das eingespielt worden ist, da war schon Hall dabei. Und wenn ich da einen zusätzlichen Hall drauf geben würde, gut, dann hätte man einen Hallteppich, aber auch das wird den Mix etwas in den jeweiligen Frequenzbereichen verwaschen. Deswegen halte ich mich da ein wenig zurück und beschränke mich darauf bei den Drums, bei den Bläsern und bei den Stimmen Hall dazu zu geben. Die zwei hier mal nicht, die zwei Kickdrums. Spur 15, Snare U. Genau, aber die Snare Up und die Snare Down. Spureigenschaft, Spureigenschaft, Spureffekte und Effekt. Spureffekt 1, AUX, Dynamik und AUX Sense. Ah. Genau, gehen wir hier rein in die AUX Sense. Menüleiste, Menüleiste verlassen, Output, Up, Hilf, Eingabefeld, Off. Ja, was wollen wir machen? Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig und sag minus 15. Hier. Eingabefeld. Spur 16, Nage Doven. Spurfarbe, Spureigenschaften, Spureffekt, Menü verlassen, Hilfe, Schalter, Alt, Pluszeichen, Eingabefeld, Off. Minus 15. Hier bei der Snare Down. Eingabefeld. Hauptfenster, Spur 17, Hi-Hat. Spurfarbe, Spureffekte unten, Menü verlassen, Hilfe, Schalter, Alt, Plus, Eingabefeld. Minus 15. Eingabefeld. Bei der Hi-Hat. Spur 18, Riede. Spurfarbe, Spureigenschaften, Spureffekte unten, Effekt, Menü. Hilfe, Schalt, Eingabefeld, Off. Minus 15 beim Crash. Eingabefeld. Hauptfenster, Spur 19, Crash. Spurfarbe, Spureffekte, Untermenü, Effekt, Routing, E, Menü verlassen. Hilfe, Schalt, Eingabefeld, Off. Und minus 15 bei der Crash, Zusatz. Eingabefeld. Hauptfenster, Spur 20, Tom 1. Dann gibt's noch die Toms. Spureigenschaft, Spureffekte, Untermenü, S. Spureffekte, Effekt, Menü. Abbruch, Schalter, Alt, Off, Eingabefeld. Da machen wir ein bisschen weniger, minus 18. Eingabefeld, Haus, Spur 21, Spurfarbe, Spureffekte, Effekt, Menü, Hilfe, Eingabefeld, Off. Und hier auch minus 18. Eingabefeld, so. Spur 22, Overhead. Spurfarbe, Spureigenschaften, Untermenü, S. Spureffekte, Effekt, Routing, E, Menü, Hilfe, Schalter, Alt, Eingabefeld. Bei den Overheads können wir wieder machen, die Obligaten minus 15. Eingabefeld, Haus, Spur 23, Mono Ohm. Spur mit Spurfarbe, Spureigenschaften und Spureffekte und Effekt, Menü, Eingabefeld. Und im Monoroom setze ich auf minus 20. Ja, oder minus 21. Eingabefeld. So. Spur 24 Volt. Gut, jetzt schauen wir mal darunter. Spur 30 Aux Drums. In den Aux Drums. Ja. Schon leiser. So, wir schauen in den Mixer. Mixer Ausgangsspur aus. Ausgangsspur 29, Ausgangsspur 30, Aux Drums, Master. Genau. Spureffekt Reihenfolge, Faust, Lautstärke. Speichert mit Effekt. Drüben Spur 28, Drüben Spur 30, Aux Drums 1 aus. Drüben Spur 30, Aux Drums 1 direkt. Da suche ich mir. Das Variverb. Menü, Routing, Favoriten, Untermenü, Routing, Browser.
Und beim VariWare Pro suche ich mir jetzt eines aus den Presets aus, das mir bei den Drums hier entgegenkommt. Mit Pumpatz 3LD, Kaffee 5HQ, 6HQ, 7, 8mm Linkade, 8, 9mm Linkade, 11 Platte B1, 10 Platte A1, 21 Perkussion Dom B2, Mini-Leiste. Hören wir es noch mal an. Genau. Und den modellieren wir jetzt ein bisschen. Also. 001, Predelay 2 von 51. Ja, Prelay. Brauchen wir's? Parameter Eingabefeld 43.80%, 5.76 MSA. Ja, es ist ans dabei erleichtert. Parameter 0, Parameter Eingabefeld 57.40. Ja, ich gehe ein bisschen mehr Size drauf. 0.75 leer. 60. Parameter Eingabefeld 60.00%, 60% A. Parameter Out 03, Absorption 4 von 104, DT 5 von 105. Die lassen wir schön, wo sie ist. Parameter Eingabefeld 57.20%, 1.25 CA. Ja, da geben wir auch ein bisschen mehr. 02. Parameter Eingabefeld 60.00%, 1.47 CA. Ja, wie weit darf ich denn da gehen? Parameter. Aha, zu weit nicht. Alles klar. Parameter. Bisschen runter. Parameter Eingabefeld 57 Punkt. So. Ich schau das jetzt aus. Gut. 05 Diffusion 6 von 1. Parameter Eingabefeld 75 Punkt. Ja, klatsch mal ein bisschen Diffusion drauf. Leer. Passt. 06 L3 7 von. Das lassen wir auch. 07 V8 Parameter Eingabefeld 100.00%. Width, ja, Breite, voll aufgedreht, das ist okay. Parameter 08 Remix 9 Parameter Eingabefeld 80.00. 8. Param. 0. 0. Param. 0. Param. Den Dry müssen wir abdrehen. 96. Parameter Enable Automation. Parameter Eingabefeld 100.00. Parameter Ausklappliste 09. Fade Mix 10. So. 10 Echo 11 von 51. Ja, das gefällt mir eigentlich so. Und jetzt machen wir mal eine kleine Probe aufs Exempel. Und zwar schalte ich jetzt hier mal die Gruppe der Drums auf Solo. Spur 31 Augspass. Spur 30 Augstrums. Aber schalt diesen Augskanal jetzt mal stumm. Wieder dazu. Okay, überredet. Ein bisschen mehr kann man draufgeben. Ich fange noch einmal hier an. Spur 15, Nage U. Spurfarbe. Spureffekte und dann Effekt, Menü verlappt. Hilfe, Schalter, Alt, Eingabefeld, minus 15.00. Ja, was werden wir machen? Minus 12. Eingabefeld. Auf. Spur 16, Nage Dopp. Hier auch. Spurfarbe. Spureffekte und Effekt, Routing, E. Menü. Hilfe, Schalter, Alt, Eingabefeld, minus 15.00. Hier auch. Eingabefeld. Hauptfenster, Spur 17, Hi-Hat. Spurfarbe, S, Spureffekte, Untermenü, Effektmenü. Hilfe, Schalter, Alt, Eingabefeld, minus 15 Punkt. Hier natürlich auch. Eingabefeld. Hauptfenster, Spur 18, Riede. Spureigenschaften, Spureinstellungen, S, Spureffektmenü. Ab, Hilfe, Schalter, Eingabefeld, minus 5. Hier auch. Eingabefeld. Hauptfenster, Spur 19, Crash. Spureigenschaften, Spureffektmenü. Hilfe, Schalter, Eingabefeld, minus 15 Punkt. Und hier auch. Eingabefeld. Spur 21, Ton 2. Spur 22, Overhead. Und das Overhead auch noch. Spurfarbe. Spureigenschaften. Spureffekte unter Menü. Effekt. Menü verlassen. Hilfe, Schalter, Alt. Eingabefeld. Minus 15.0. So. Eingabefeld. Spur 23. Was haben wir hier gemacht? Spurfarbe. S. Spureffekte unter Effekt. Menü. Hilfe, Schalter, Alt. Eingabefeld. Minus 21. Das machen wir ein bisschen lauter. Eingabefeld. Auf. Spur 20, Ton 1. Ja, okay. Da Spurfarbe. Auch. Spureigenschaft, Spureffekte und Effektmenü. Hilfe, Schalter, Eingabefeld, minus 18.00. Dann nehmen wir die 15. Eingabefeld.
Hauptfenster, Spur 21. Und hier auch. Spureigenschaft, Spureffekte und Effektmenü. Hilf Eingabefeld, minus 18 Punkt. Eingabefeld, so. Auf. Jetzt gehen wir wieder runter. Spur 30, Outcomes. Jetzt klingt das Ganze so. Okay, ein bisschen mehr ist jetzt so geworden, ja. Spur 34, Outcomes. So, machen wir das gleiche Spiel noch einmal. Spur 30, Outcomes. Ich schalte den AUX jetzt mal aus. Und wieder dazu. Und das ist die Kerndisziplin. Einen Hall muss man erst dann wahrnehmen, wenn er weg ist. Sonst macht es nämlich keinen Sinn. Man kann ein Projekt mit Hall ganz schön zumüllen, ist aber im Endeffekt, wenn es dann als Stereosumme rausgerechnet wird, nicht gerade sehr zielführend. Es geht weiter. Wir kümmern uns um die Brass Section. Jetzt gehe ich her und schicke, im Gegensatz zu den Drums, die ganze Brass-Gruppe in einen AUX. Spur 36 plus Brass. Da ist er. Und zwar machen wir hier minus 10. Na, machen wir minus 12. Eingabefeld. Knauserig. Genau, und in den Brass AUX, da werde ich jetzt den Raumsimulator einflechten. Lautstärke Spur 31 AUX Brass 0.000D. Speichert. Effekt. Brut in Spur 31 AUX Brass 1 aus. Brut in Spur 31 AUX Brass 1 direkt. So, da holen wir uns den Raumsimulator. Menüfeld in Effekt Filter kommt aktiv. Brut in Kanal FX geschlossen. Am Simulator. E-Time-F-M-K-S-Max-F-K-Simulator. Da ist er schon. Mixer Brut in Spur 1 und 3 ab. Impulsantwort Standard, Impulsantwort Gleichschalt, Impulsantwort Ladenschalter. Genau, wir laden ein Impulsantwort. Folter Juristenansicht, nicht gewählt am Dienste 3. Juli, Konzert als 3. Juli, Trunks und Perkussion 1, Guitar 21. Guitar. Lage als 8, Live 3. Juli 2, Medium als 3. Miscellaneous, Natural, Unterstrich, Kurs, Unterstrich. Natural. Natur, Piano 8. Januar, Blattes 3. Juli, Mal als 3. Juli, Studios und Home, Theater 3. Juli, Very Spezial 3. Vokal 21. Very special, ja. Live 3. Lage als Guitar, Trunks, Konzert, Kurs und KT, Konzert als 3. Juli 2, am Dienste 3. Juli, Live 3. Juli, Medium, Live 3. Juli. Live. Folter Juris Audition Hall 4S, Desik. Die Group Empty 2S, Desik. Die Group Empty. Klian Arena Bindestrich 2, Klian Konzert Arena Bindestrich 2,8S. Konzert Arena Bindestrich, Konzert Arena Bindestrich. Die Group 2S, Desik. Die Group 2S, Digital IMR, Voll Arena Bindestrich. Die Group 2S, Desik. IMR 19. Ja, probieren wir das einmal aus, diesen Dry Club. Okay, Schalter. Ich hab das noch nie verwendet. Ab, Impulsantwort Play, Schalter. Da gibt's natürlich auch eine Impulsantwort Play. Das klingt jetzt hier so. Okay, schauen wir mal. Gehen wir auf den... Spur 36, Buspass. Genau, hier. What? Na, ist ein bisschen zu viel des Guten, ha? Spur-Eigenschaften und Spureffekte unter Menü S. Effekt Routing E. Menü verlassen. Abbruch Hilf Eingabefeld auf. Eingabefeld minus 12.00. Ja, machen wir mal minus 16. Eingabefeld. Und wir beschneiden die Brass Section einmal hier mit dem Abbey Road Reverb Trick. Mixer Brut in Spur 31 AUX Brass 1 direkt. Und das machen wir ganz klassisch mit dem EQ160, wie wir es schon kennen. Filter kommt aktiv. Rotation in Kanale. In Alt-Am. D-D-D-S-D-L. D-Neuser. Distortion. Dynamics. E-116. Mixer Brut in Spur 31 AUX Brass 1 direkt. Siehe Jots von 15-25-0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 -
Menü verlassen. E-Kiosk-Kasse QA-Freak 600.00.2000.00.16.20.50. Und den setzen wir 13, auf 16, 20, 7K. Mixer Blut in Spur ein. So. Hauptfenster. Jetzt wird allerdings nur das Hall-Plugin prozessiert. Das heißt, jetzt müssen wir hier reingehen ins Spur, 30, Spur 31 Hauptpass. Effekt-Routing. Spur-Effekte und Effekt-Routing. E. Menü verlassen. Hauptfenster. Effekt-Routing. Das kennen wir ja schon. Latenz-Kraft. Load-Schalter. Enter. Okay, Schalt. Hyper-Morphe selected item. Soft-Morphe selected item. Move. Gain 1 von 9. E-Pine-Com-Simulation. Hyper-Pass inaktive. E-Pine-116. Hyper-Pass aktive. 4 von 9. Dann gehe ich hier auf die Room-Simulation. Morphe selected item. Move. Shift-Morphe selected item. Doven. Shift-CTRL. Doven-Schalter. Enter. Und setz die einfach Com-Simulation. Hyper-Pass inaktive. 4 von 9. Hyper-Pass. Okay, Load-Schalter. Ich schaue in den Mixer, ob sich da Mixer was getan hat. Blut in Spur 31, Augspass 1, E116 an. Blut in Spur 31, Augspass 1, Select. Blut in Spur 31, Augspass 2, R7 an. Genau. Mehr brauchen wir da jetzt in dem Fall gar nicht. Und jetzt fehlt uns zu unserem Glück noch die Stimme. Da mache ich es allerdings gleich so, dass ich den Abbey Road Reverb reinsetze. Gleiches Spiel wie vorher. Menü, Blut in Pause. Menü verlassen. Effektsfilter kontraktiviert. Preload. Internal F. Internal F. Distortion. Dynamics. EQ116. Mixer Blut in Spur 32. Ausfolgt. Ziehe Job 0. Eta Blut 3 und 0.00.0. Blut in hinzufügen. Ziehe Job leer. Sekro S. Deaktiviert. Genau. Ein Roche. Hier Pass. Hier wieder einen High Pass. Menü verlassen. Etwas KUHZ. Freak 100.00.1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 .
Spureigenschaften, Spureffekte, Effekt, Hut, Menü, Verlass, Samtitel, Pro, E, Hilfe, Schalter, Alt, Großzeit, Eingabefeld, Opt, Eingabefeld, E, Eingabefeld, minus 12.00. Eingabefeld, Opt, Prä-Kontrollfeld nicht aktiviert. Prä-Kontrollfeld nicht, Eingabefeld, Opt. Prä-Kontrollfeld nicht, Eingabefeld, Opt. Ja, und jetzt gehe ich her. Dreh die auf minus 14. Eingabefeld. Hauptfeld. Spur 26, Backing 02. Spurfarbe. Spureigenschaften. Spureffekte unter Menü. Effekt Routing. E. Menü. Abbruch. Hilfe. Schalt auf. Eingabefeld. Auf. Eingabefeld. Auf. Eingabefeld. Die zweite. In dem Fall. Auf. Minus 13. Samtitel der Pro-E. Auf. Spur 27, Backing 03. Spuren löschen, Spureigenschaften unter Menü, Spureffekte unter Effekt, Hut, Menü, Verlass, Hill auf Eingabefeld, auf Eingabefeld, auf Hill auf Eingabefeld, Eingabefeld, auf Reset aus, Eingabefeld. Die dritte und die vierte jeweils auf minus 12. Eingabefeld, Hauptfenster, Spur 28, Backing 04. Spurfarbe, Spureigenschaften unter Spureffekte, Menü, Verlass, Hilfe, Schalter, Alt, Brustzeit, auf Eingabefeld, 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 auf Eingabefeld, Reset aus, Eingabefeld, auf. Hier ein 12er. Eingabefeld. Hauptfenster, Spur 29, Backing 05. Und die 5er. Spurfarbe, Spureigen, Spureffekte, Effekt, Menü, Verlass, Eingabefeld, auf, Reset aus, Eingabefeld, auf. Die kommt auf minus 10. Samtitel Pro X, Absolute Wheel, auf. Und jetzt lässt mir das noch ein bisschen keine Ruhe. Spur 25, Backing 01. Genau, jetzt gehe ich da nämlich Mixer mal hoch in den Mixer. Spur 28, Ausrouting, Spur 25, Backing 01 an. Ausrouting, Ausbus, Spur 25, Backing 01 an, Ausfox. Mhm, das muss ich rausnehmen. Geht das überhaupt? Ausrot ein Label Spur 25 Backing 01 minus 90.000 dB, Ausfox. Was kann ich denn da machen? Ausrot 2 Ausbus Spur 25 Backing 01 an, Aus DV. Ausrot ein Label, Ausrot ein Ausbus Spur 25 Backing 01 an, Ausfox. Was kann ich da machen? Kontextmenü D, Direkt Aus Ausgang E, A. Aus Ausgang Post aktiviert, A. Siedeschein S. Aus Ausgang Stereo Editor, Spur Aussens, aktiviert, Aussens zurücksetzen, A. Spur aus Rund Editor, Kunde Aussens zurücksetzen, A. Kann ich das machen? Schauen Menü verlassen, Mixer ab, Ausrouting Spur 25 Back, Ausrout ein Ausbus Spur 25 Backing 01, Mo aus. Ausrout ein Label Spur 25 Backing 01, Mo aus. Ausrout 2 Ausbus Spur 25 Backing 01, Mo aus. Okay. Ausrouting Spur 25 Backing 01 aus. Hauptfenster. Gut. Spur 26 Backing 02. Spur 25, Backing 01. Spur Min. Dann gehe ich da nochmal rein. Spureigenschaft, Spureffekte unter mit Effekt, Hut, Menü verlassen, Output, Ab, Hilfe, Schalter, Eingabefeld, Off, Eingabefeld, Off, Eingabefeld, Off, Eingabefeld, Off. Jetzt habe ich nämlich alle Aux-Sens zurückgesetzt. Was haben wir gesagt? Die kommt auf 4. Minus 15. Eingabefeld. So. Auf. Jetzt müsste eigentlich passen. Schauen wir nochmal rein. Output, Teams hilft praktisch. Output in Spur 25, Backing 01 an. Ausrout ein Ausbus, Spur 25, Backing 01 an. Aus DV. Ja, jetzt passt's. Die Stimme vom George, was machen wir mit ihm? Der kriegt einen Hall aus dem Variverb. Effekt Routing, Menü verlassen, Hauptfenster. Und zwar schauen wir mal, was kann man ihm geben. 4 AQ ALA, 7 AQ OM, ADNOC X, 15 OM D1. 6, 7, 18 Ballade ALA 1. Nee, Ballade ist es keine. 20 Perkussion OM A, 24 Nagelplatte B, 7, 8, 29 Akustik ALA AQ, 1, 33 Kombo Springs D, 7, 8, 1. 44 mal durch, 4. Als Church ist das eigentlich auch keiner. Ich gebe ihm dieses Bright Play da mal. Menü verlassen, vergangen. Schauen wir mal, was das anrichtet. What a morning. Spur 30 aus Tools. Spur 32 aus Fox. Well, I feel like I'm Superman. Also ein bisschen zu. Mixer, Brut in Spur 2. Brut in Spur 32 aus Fox 2 direkt. Brut in Spur 2 direkt. Nun, Parameter aus. Min, Put 2 ALA 2, 3, 4 AQ ALA, 5, 7 AQ OM B, 8 MUM LIN GATE, 8, 7 AQ OM B, 7 MINÜ VERLUST. Probieren wir das einmal. Ich lasse mich gern von etwas positiv überraschen. What a morning. Min, Put 6, 8, 9, 10, 11 Platte B, 1, 10 Platte A, 1, 11, 12 Eto AL, 1, 11 Platte, MINÜ LEISTE. Probieren wir dieses Plate B noch. What a morning. Das ist gut. Okay, das Plate B ist es geworden. 0101, Predelay 2 von A, Parameter Eingabefeld, 0.00%, 0.00M0MSA. So, und da gehen wir mal ein. Punkt.
75%. Parameter-Eingabe-Feld 75.00%, 16.949 M, 02, Siete, 3 von 1. Parameter-Eingabe-Feld 50.00%, 5. Die Size-Plasma auf 100. Parameter-Absorption 404. Parameter-Eingabe-Feld 50.00%, 2.11 CA. Ja, das passt. Ich setze es vielleicht ein bisschen runter. Parameter-Eingabe-Feld 48.00%, 1.83 CA. 1,83, das ist ausreichend. Parameter-05, Diffus, Parameter-Eingabe-Feld 100% auf Diffusion. 06, L-Teil 707, V, Parameter-Eingabe-Feld 100%. 08 Remix, Parameter-Eingabe-Feld 0.00, Parameter-Eingabe-Feld 100.01, Parameter 10, Ego, 11 von 51, 01, D, Menü. What a morning. Well, I feel like I'm Superman. I wanna conquer the world. Ja, genau. Und damit sich die Backings ein bisschen unterscheiden von dem, was er macht. So, und bei dem Backing Box mache ich es genauso, da gebe ich auch dieses Variverb rein. Aber das Preset, die Preset-Liste hat mich jetzt auf eine Idee gebracht vorhin. Aktiviert. Lokation internal FF mit Magic Studio. Analog S. Variverb Pro. Hier. Mixer Pro in Spur 33. Ich bediene mich jetzt dieses Presets Gospel Choir. Mit Pro 1466 Tick Spalte. 63 mach mal 6, 62 Ero Echo, 61 Gospel Choir 6. Ja. Menü verlassen. Das heißt es. 001 Tick Parameter Eingabefeld 39.70%, 9.46 M, 27 MSA. Ja, Pre-Delay darf hier eigentlich keines vorkommen, richtig? 9, 3. Das ist jetzt mal ein bisschen Parameter runter. Parameter Eingabefeld 19.70%, 2.33 M, 6 MSA. So. Parameter 02, Siete. Parameter Eingabefeld 43.4, leer, Punkt. Size drehen wir auch volle Kanne auf. Absorption 704, DT. Parameter Eingabefeld 35.40%, 1.46 CA. Parameter Eingabefeld 38.40%, 1.63. Parameter Eingabefeld 43. Parameter Eingabefeld 41.40%, 1.85 CA. Die Decay muss ungefähr gleich sein, es sollte der gleiche Raumklang irgendwie entstehen. 05, Diffusion 6 von 1. Fusion. Parameter Eingabefeld 69. Parameter Eingabefeld, Parameter 06, L Teil 707, V. Parameter Eingabefeld 80.00%, 79%. Ja. Parameter Eingabefeld 100.00%. Gleiche Width. Parameter Eingabefeld 81.40%. 0, Leerzeichen. Parameter Eingabefeld 81.40.4, 0. Parameter Eingabefeld 0.00% in Fahr. So. 09, Parameter Eingabefeld 80.80%. 0. Parameter Eingabefeld 100.00%. 0. Genau. 01, 02, 01, Predelist mit Parameter Dialog, Bypass, D, Menü verlassen. Parameter Bypass, Menü verlassen. Bypass, Menü leiten. Schalten wir das einmal kurz auf. Bypass. Ja, nicht schlecht. Jetzt probiere ich noch etwas anderes. Was wäre, wenn ich jetzt diesen EQ 116 rausnehme? Wenn ich jetzt einfach hergehe und sag, ich entferne das Plugin mal. Wird ein bisschen fülliger das Ganze. So, volle Batterie bitte. Sehr schön. Wir haben da jetzt da sofort speichern, das muss ich sofort speichern. So, wir haben das Ganze mehr oder weniger schon Richtung Ende getrieben. Was jetzt noch zu tun ist, ist noch einmal, ein letztes Mal Feintuning. Alles noch einmal so richtig schön aufeinander abstimmen im Sinne von Lautstärkenverhältnissen. Wenn das gemacht ist, könnte man hergehen und eine erste Stereo-Summendatei rausziehen. Und wenn das gemacht ist, lasse ich auch noch einen Master drüber laufen. Das allerdings erst im nächsten Video. Für heute sind wir mal soweit fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir bis hier mal zu folgen.
Wenn dem so ist, würde ich mich freuen über einen Like, einen Daumen nach oben. Lob und Kritik sind mir natürlich auch sehr herzlich willkommen. Ich lese das auch und gebe auch meinen Senf dazu. Fühlt euch bemüßigt, in die Kommentarbox rein zu posten. Hättet ihr es anders gemacht? Hättet ihr es gleich gemacht? Ich bin jetzt neugierig auf eure Kommentare. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen über ein Abo. Jede neue Abonnentin, jeder neue Abonnent ist mir sehr herzlich willkommen. Wenn ihr kein Video mehr wie dieses verpassen wollt, ihr wisst ja, aktiviert die Glocke und stellt den Reiter um auf alle, denn dann entgeht euch kein Video mehr, das hier neu erscheint und neu hier hochgeladen wird. Es geht in Richtung finale Phase. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit von der Partie seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Patrick. Enjoy the music, enjoy the sound. Ciao.